Ja, liebe Leute, es geht weiter mit Need for Speed Unbound. Ich will eigentlich tatsächlich was gucken. Ich habe mich eigentlich für die Corvette entschieden, habe das aber jetzt im Video gesehen, dass eine andere Art vielleicht etwas besser wäre. Ja, warte mal. Ich will mal kurz gucken, was der bringen würde, wenn ich den jetzt verticke. Wieder. Warte mal, welche McLaren? Nein. Warte mal. Ich guck mal gerade, ob ich den McLaren aufbauen könnte. Ja. Leistung. Motor. Teile. Ah, der ist auf jeden Fall ein bisschen schwächer, auf jeden Fall als mein eigener. Gerade. Der hat auch schon fast alles voll. Also wenn ich dem jetzt, je nachdem wie teuer die Corvette wäre, könnte ich den auf 374 bauen, dann wäre der. Wäre der? Warte mal, ich überlege. Ja, dazu müsste ich ihn testen. Also 40% Grip. Er hat halt Bodenhaftung. Ja, Bodenhaftung und voll auf Straße. Also Offroad ist auch nicht möglich. Aber eigentlich kaufen und verkaufen. Warte mal, was kosten 146.000 würde die Corvette bringen. Hat die genug Geld? Moment, ich will ein anderes Auto holen. Gucken. Bewertung. Umgekehrte Reihenfolge. Wunder 5 Sterne Driftzone für den McLaren 600 LT. Ja. Warte mal, ich will was gerade gucken. Gucken. Ich suche ein bestimmtes Auto. Ich sehe nur gerade nicht. Lotus, sei so. Kostet 106.000. Wäre ein Fahrzeug, aber es ist gerade mal Stufe A+. Also der braucht richtig Geld, um aufzubauen. Nee, Überlegung war, den Lotus zu kaufen, dafür die Corvette wegzugeben, aber die behalte ich erstmal, die Corvette. Ich behalte die Corvette. Ich könnte McLaren natürlich, oder soll ich den McLaren aufbauen? 94er F1 McLaren, der ist jetzt, der wäre im Nu, wenn der höher als der, als die Corvette. Aber die Corvette könnte noch ein bisschen, hat noch ein bisschen Spielraum. Warte mal. Leistung. Ich überlege. .372 wäre der, wenn der. Nee, warte mal. Wenn der. .370. Ja, der, ich überlege. Ich überlege, ob ich die Corvette tatsächlich verticken soll. Mit dem McLaren dafür, weil er bringen würde mir da eh nichts. Da steht eh nur in der Garage rum. Aber der hat halt. Wird sogar ein bisschen schwächer werden hier. Wenn ich den mit Fahrwerk einbaue, Offroad-Fahrwerk einbaue. Höchstens hier. Straßenreifen. .37. Die würde dann halt Grip gehen. Auf Grip gehen. Ich überlege. Ja, ich verkaufe die Corvette. Moment. Auto. Meine Wagen. Nee, verkaufen, verkaufen. So ist es richtig. Ich verstieg die Corvette wieder. Ja. So, dafür haben wir den McLaren jetzt. Den ballere ich jetzt mit Leistung voll. Teile.
ist der Drehkompressor? Eingebaut. Nitro. Raus damit. Fahrwerk. Rein damit. Drin. Ich könnte irgendwann mal auf Elite umbauen, ja. Straßenreifen rein. Kupplung neu rein. Die ist schon drin. So. Ich habe jetzt immer noch 47.000. Ich überlege, ob ich einen Nitrowander als Windschatten einbaue. Weil ich fahre eh im Windschatten. Nee. Auf jeden Fall erstmal das Fluchttalent reinballern. Und ein Nitro. Habe ich gar nicht. Ich fahre ja mittlerweile ohne. Ich fahre ja fast alles ohne. So, jetzt muss ich gerade mal handlingen. Was kostet das Upgrade auf die Elite? 100.000. Hier könnte ich den umbauen. Also wie gesagt, ich werde den McLaren fahren. Als normalerweise baue ich mir gerne eigene Autos auch, aber diesmal spare ich mir lieber das Geld. Ich hätte jetzt Kohle für das Auto sowieso sparen sollen. Style. Body Kits. So, Lackierung und Folie. Community. Ich werde aber eine andere Markierung, die andere Lackierung nehmen. Ich überlege, ob ich mir den einfach. Ich finde die cool eigentlich. Ich finde die Formel 1 Lackierung. Das ist ja. Oder soll ich die in Schwarz nehmen? Warte mal, ich gucke gerade. Ich überlege gerade. Es gibt viele coole Lackierungen. Das muss man einfach mal so lassen. Da hat die Community bombig Arbeit geleistet. Oh ja. Oh ja. Die sieht aber auch nicht schlecht aus. Slush 85 hat er seine ID davon reingeballert. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade am Auto gerade dran bin. Oh, die alte Formel 1 Lackierung hier. 1994, 95. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh, da sind so geile Sachen dabei. Dabei. Ja, die jetzt Geschmackssache natürlich immer mir nicht so, aber ich guck gerade. Die hier. Ah nee, das ist mit den Scheiben, sieht doch schon wieder scheiße aus. Meiner Meinung nach. Ja, an sich sieht das da egal aus, aber die Scheiben, das gefiel mir nicht so.
Aber ist uns deswegen ausgegraut? Hat das irgendeinen Sinn? Okay. Taxilackierung, ja. Haben manche Dinger so ein bisschen ausgegraut. Das gefällt. Das wundert mich, aber es hat wohl nichts zu bedeuten. Ja, was ich gerade noch anmerken wollte, während ich gerade hier mir eine coole Lackierung aussuche. Need for Speed hat miteinander Sendeplatz bekommen und zwar nicht mehr 18 Uhr, sondern jetzt mittlerweile von, solange kein Formel 1 läuft, von Montag bis Freitag um 14 Uhr. Ja, Montag bis Donnerstag, wenn am Wochenende Formel 1 kommt. Aber wenn am Wochenende keine Formel 1 kommt, natürlich geht's durch. Und wenn der Sendeplatz durch ist, dann wird es wahrscheinlich wieder auf FIFA hinauslaufen auf dem Sendeplatz hier. Zumindest dann EAFC 24, das kommt ja am 29.09., sprich in knapp 3 Wochen. Ist das ein Italien? Nee, das ist keine Italien-Lackierung. Aber irgendwas mit Karten. Ah. Das ist typisch im PC. Was, also die, ich glaube nicht, dass das PlayStation-Lackierungen sind, alles. Das ist viel mit PC gemacht. Ich werde eh nur mir wahrscheinlich ein kurzes Rennen antun. Vor allem BMW Motorsport auf einem McLaren. Sogar ein Deutscher, der das gemacht hat. Es passt nicht auf das Auto. Hör mal, die sieht auch. Guck mal, die Mann. Ja, die nehmen wir. So. Perfekt. Drauf ist sie. Oder warte mal. Das ist eine schwarz-weiße Lackierung. Die gefällt mir nicht. Ja, auch doch. Nee, wir lassen die drauf, die wir vorher haben. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz Leistung. Nee, Quatsch, Leistung nicht. Style war's. Karosserieteile bearbeiten, weil ich will neue Felgen machen. Ich hätte gern andere Felgen, so ist es. Und ja, den Reiter mit der Felgengröße habe ich nicht gesehen, muss ich zugeben. Also, ich muss sie bestätigen erst. Jo, und dann die Felgengröße ändern. Hinterräder bearbeiten und Felgen. Was waren das für welche jetzt? Ich habe schon nicht geguckt, was das für welche sind. Felgen. Forstliner VSE 002. Felgen. Ist hier jetzt Hinterreifen nicht? Da sind sie doch. Ja, aber bitte. Okay, perfekt. So. Noch einen neuen Hay-Spoiler drauf, wenn das geht. Es geht nicht, okay. Das sind fast alle Sachen gesperrt.
Okay. Naja, ist halt so. Okay, ich hätte vielleicht noch einen neuen Spoiler dran gepackt, aber ich glaube, das ist das Buddy Kit. Naja, alles gut, lass mal so, wie es ist. So, okay, dann haben wir den McLaren zumindest erstmal auf unser neues Dings. Ich hoffe, dass ich mich damit nicht verzettel. Der hat jetzt fast die 386, hat er jetzt. Ich denke mal, dass ich mir jetzt wahrscheinlich nach und nach die Elite-Dinger kaufen werde. Dass ich die aufbauen werde, die Autos, also den zumindest, wird das Grand. Jo, und dann schauen wir mal, was wir als Rennen jetzt fahren. Immer auf die Strecke schicken. So, das ist ein Aachen. Für A habe ich ja. Kostet primär 7000. Aber da gab es doch irgendwo noch ein Rennen, wo man ein Auto gewinnen kann, oder nicht? War da nicht irgendwas in der Richtung? Oder habe ich das jetzt einfach verdrängt? Das kann sein, dass es auch Nacht drin war. Ja. Haben wir den hier? Das sieht interessant aus. Heute operieren wir mit erhöhter Polizeipräsenz auf den Straßen. Schnappt euch ein paar Racer. Weidmannsheim. Hey, wie fühlst du dich bei der ganzen Sache? Okay. Hast du selbst gesagt, ich habe eine echte Chance. Irgendwie bekommen wir den Einsatz zusammen, auch ohne Tess. Richtig so. Hab über Jasmine nachgedacht. Dieser Alec klingt nicht so, als würde er gerne Geld verlieren. Meinst du, sie bleibt standhaft oder knickt ein? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es ist so schnell passiert. Ich brauche einen Moment. Brauchen wir beide. Wenn ich was höre, sag ich Bescheid. Ja, es ist durchaus überraschend, was das betrifft. Weil Jess, okay, ja, habe ich am Anfang auch gedacht, ne? Überraschend. War Tess, sie war als Best Friend. Und auf einmal ist sie alle auch weg. Oh, gegen Ezra Brocky sogar. Den wir schon von einem der letzten Events hatten. Ich fand tatsächlich das erste Mal jetzt mit dem McLaren. Den wollte ich eigentlich noch unter Verschluss behalten. Aber ich will ja ein paar. Wenn dann gerade weiße Steilkurve ist, könnte das Auto tatsächlich den Vorteil bringen. Geh mal weg. Vier Runden? Ja, das passt von der Zeit her perfekt. Scheiße. Nein, 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 das war noch nicht. Die Nummer hat mir natürlich extrem Zeit gekostet. Ja, Shimizu wird das Ding gewinnen.
den Fehler habe ich mir eingebaut. Neu starten. Aber ja, eigentlich macht der Wagen. Er hat der Wagen schon seine Power, definitiv. Ich hab's mir ein bisschen selber verbaut. Ist mir egal, ich habe mich nur vorbeigedrückt gerade an der. Wollen wir die Wette vergessen? Scheiße. Ja, leichte Handling-Probleme immer noch. So ein bisschen, dass er sich mal ein bisschen weghaut. Mit dem Arsch. Aber Shimizu, der. Sie. Klebt mir ziemlich am Arsch. Noch. Du kriegst mir aber auch ganz schön hinten dran, das muss ich gerade zugeben. Oh, kommst du mal mit, Finn? Eine Idee ist hier. Nehmt Verfolgung auf. Du wirst nicht lang davon bleiben. Zentrale hier Streife. Wir verfolgen die Zielperson. Vor allem, ich hätte Justicia noch fast überrundet. Ja, vielleicht ist es doch die richtige Entscheidung, mit dem McLaren heute mir aufzubauen. Jo. Dann nehmen wir die Kohle mit. Und legen uns ein bisschen. Ja, wollt ihr jetzt gerade ernsthaft mit mir konkurrieren, lieber Cops? Weil ihr habt nur irgendeine kleine reelle Chance, mit daher zu kommen. Achtung, Racer bei Seaver Ski Resort untergetaucht. Das Zielfahrzeug ist in Wischzentrale. Die Jagd ist vorbei. Rider ist right. Was gibt's? Hey! Bei Harlow Safe House sind überall Cops. Du musst mich hier wegbringen. Okay, bin gleich bei dir. Oh, gut, sehr gut. Warte mal, ich fahr da lang, weil das einfacher ist für mich jetzt. Gut, ich bin ein bisschen sehr schräg aufgekommen. Die sind unten, ne? Die Stelle, oder? Ich suche eigentlich eine Möglichkeit, gerade mal rüber zu hüpfen hier. Warte mal, dann müssen wir doch da unten lang, oder? Ne, geht nicht. Wir fahren doch unten durch. Scheinbar ist das der einzige reelle Ausgang. Aber die scheiß Cops geben gerade ein bisschen, die schleichen mich immer noch hier rum. Weil ich hab ja. Warte mal, dann fahren wir hier runter. Scheint wohl.
das hier ein Schild oder? Ja. Okay. Ja, da wir aber so lange ein bisschen rumgetrödelt haben, würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann fahren wir das Thema mit den 35.000. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Need for Speed an.